Die Welt steht in Flammen. Ein Krieg tobt wie noch keiner zuvor. Der atomare Albtraum ist grausame Wirklichkeit. Explosionen, Chaos, Tod, Zerstörung. Kein Leben mehr möglich. Unsere westliche Zivilisation wird einfach ausgelöscht. Eine globale Katastrophe, die wir Menschen selbst herbeigeführt haben. Sind wir bereit für den jüngsten Tag? Können wir das überleben? August 1945. Die Vereinigten Staaten von Amerika werfen zwei Atombomben über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki ab. Mehr als 70 Jahre später sind die Arsenale der Atommächte zum Bersten gefüllt. Was wäre, wenn heute ein Atomkrieg ausbrechen würde? Sie brauchen ein sicheres Versteck mit ausreichend Vorräten. Bunker gibt es nicht mehr. Die haben wir schon vor Jahrzehnten aufgegeben. Eine schreckliche Katastrophe mit langwierigen Folgen. Das schlimmste Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Ein ganz gewöhnlicher Morgen in Philadelphia, Pennsylvania. Touristen bestaunen die berühmte Freiheitsglocke. Für Normalsterbliche gäbe es keine Vorwarnung. Die mächtige Glocke wiegt über eine Tonne und wirkt nicht gerade empfindlich, trotz ihres berühmten Sprungs. Das Licht ist gleißend hell. Die Glocke beginnt zu glühen, dann löst sie sich auf. Die Touristen kriegen davon nichts mehr mit. Sie waren schon nach dem ersten Blitz tot. Davor hatten die Menschen seit mehr als 70 Jahren Angst. Ein Konflikt zwischen Russland und den USA ist eskaliert. Und die Supermächte stürzen die Welt in einen Atomkrieg. Die ersten Interkontinentalwaffen sind nicht gegen bestimmte Einrichtungen oder gegen Menschen gerichtet. Sie fliegen in die Erdatmosphäre, wo sie in 500 Kilometern Höhe detonieren. Über den Vereinigten Staaten, über Europa und Russland. Sie sollen alle elektronischen Schaltkreise lahmlegen. Wenn Sie eine Atomwaffe in der oberen Atmosphäre zünden, produzieren Sie einen elektromagnetischen Impuls, der auf der Erde großflächig die Elektronik ausschaltet. Schwer zu sagen, welche Auswirkungen das haben wird. Einige Geräte werden zerstört. Andere fallen nur kurz aus. Auf jeden Fall entsteht in unserer Hightech-Gesellschaft ein totales Chaos. Der elektromagnetische Impuls, kurz EMP, ist ein kurzer, heftiger Stromstoß,
der elektronische Schaltkreise beschädigt oder zerstört. Plötzlich kommen in der südlichen Hemisphäre keine E-Mails von der Nordhalbkugel mehr an. Die vernetzte Welt fällt auseinander. Mitten im Gespräch zwischen einer australischen Bankerin und ihrem Wall Street-Kollegen ist plötzlich die Leitung tot. Ein Geschäftsmann in Santiago de Chile fliegt aus einer Videokonferenz mit russischen Kollegen. Südlich des Äquators wundern sich die Menschen noch. Aber auf der Nordhalbkugel, dort, wo die Bomben detoniert sind, herrscht schon totales Chaos. Auf den Autobahnen in Nordamerika, Europa und Russland steht der Verkehr still. Die Elektronik vieler Fahrzeuge ist ausgefallen. Seltsamerweise sind aber nicht alle Geräte betroffen. Manche Autos bleiben einfach stehen. Auf den Straßen herrscht ein Wahnsinnschaos. Die Staus dauern Stunden, wenn nicht tagelang. Die Leute sind total verunsichert, das ist unheimlich. Aber nicht nur die Autos spielen verrückt. Auf der Nordhalbkugel müssen die Menschen jetzt mit allem rechnen. Der Pilot einer Passagiermaschine beginnt mit dem Anflug auf Brüssel. Plötzlich streikt die Elektronik. Der Pilot wird kaum ahnen, was dahinter steckt. Er sieht nur, dass die elektrischen Geräte an Bord nicht mehr funktionieren. Brüssel, mit dem Sitz des NATO-Hauptquartiers, ist ein wichtiges Ziel der russischen Angriffe. Die Piloten bekommen keine Funkverbindung mit dem Flughafen. So können sie nicht landen. Aber allmählich wird der Treibstoff knapp. Während die Bevölkerung immer noch keine Ahnung hat, was los ist, läuft die Kriegsmaschinerie auf Hochtouren. Amerikaner und Russen haben ihre Computersysteme gegen den elektromagnetischen Impuls abgeschirmt. Jetzt feuern sie ihre Atomraketen ab. Schätzungen zufolge gibt es weltweit etwa 15.000 nukleare Sprengköpfe. Rund ein Drittel davon ist deaktiviert. Der Rest ist gefechtsbereit. Von den 10.000 Sprengköpfen sind rund 1.800 in Alarmbereitschaft. Die können kurzfristig abgeschossen werden. Die große Mehrheit der einsatzbereiten Nuklearwaffen ist in amerikanischer und russischer Hand. Großbritannien hat etwa 40, Frankreich rund 50 Stück. Die anderen Atommächte haben keine Waffen in Alarmbereitschaft. Briten und Franzosen haben ihre Sprengköpfe ausschließlich auf U-Booten stationiert. Die USA und Russland können Raketen sowohl von U-Booten als auch vom Festland aus abschießen. Die Abschussbasen sind jeweils übers ganze Land verteilt. Die Russen haben außerdem noch mobile Abschussrampen. Zusammengenommen können sie eine Zerstörung von nie dagewesenem Ausmaß anrichten. Die Raketen sind sehr groß, die Sprengköpfe dagegen klein. Man muss sich nicht auf einen Sprengkopf pro Rakete beschränken. Manche Raketen haben bis zu 10 Sprengköpfe, jeder davon 50 Mal stärker als die Hiroshima-Bombe.
Bei einem Erstschlag werden von beiden Ländern vermutlich 600 bis 700 ballistische Raketen mit nuklearen Sprengköpfen abgefeuert. In einem modernen Atomkrieg geht alles sehr schnell. Das liegt vor allem daran, dass beide Seiten versuchen, die Waffen des jeweils anderen zu zerstören. Wer zuerst schießt, gewinnt. Wenn der Feind deine Rakete im Silo trifft, ist sie futsch. Entweder du schießt sofort oder gar nicht mehr. Noch vor den offiziellen Nachrichten informieren soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook über die Angriffe. Leute, die in der Nähe der Abschusssilos wohnen, posten Aufnahmen der vielen Raketen. Jetzt ist der Atomkrieg nicht mehr aufzuhalten. Praktisch alle Menschen sind mit existenziellen Fragen konfrontiert. Haben wir genug zu essen? Haben wir genug Wasser? Wird mich die Strahlung töten? Kann ich mich irgendwie schützen? Gibt es noch Hoffnung? Oder ist das letzte Kapitel der Menschheit angebrochen? Das Undenkbare nimmt seinen Lauf. Der Dritte Weltkrieg hat begonnen. Russische und amerikanische Raketen sind in der Luft. Sie brauchen 10 bis 30 Minuten, um ihre Ziele zu erreichen. Die Städte mit großer militärischer und politischer Bedeutung werden als erste getroffen. Washington, D.C. Moskau. Die Zerstörung wird enorm sein. Man kann sich das kaum vorstellen, es sei denn, man kennt die Bilder aus Hiroshima und Nagasaki. Und im Vergleich zu den heutigen Sprengköpfen waren diese Bomben eher schwach. Die Bombe, die 1945 Hiroshima zerstörte, besaß nur einen Bruchteil der Sprengkraft jener Kernwaffen, die jetzt auf Washington zurasen. Heutige Raketen sind außerdem wesentlich zielgenauer. Sehr wahrscheinlich werden in Washington als erstes das Weiße Haus und das Pentagon getroffen. Normalerweise detonieren Nuklearwaffen in der Luft. Für das Weiße Haus und das Pentagon zünden die Russen die Bomben aber tiefer. Sie wollen auch die unterirdischen Bunker und Kommandozentralen treffen. Den größten unterirdischen Schaden richtet eine Bodenexplosion an. Sie reißt einen Krater und zerstört auch Bunker. Die fürs Weiße Haus bestimmte Rakete trifft genau ins Ziel. Ein 500-Kilotonnen-Angriff auf das Weiße Haus würde einen Feuerball mit einem Durchmesser von 1,5 Kilometern erzeugen. Der Feuerball ist 100 Millionen Grad heiß und absolut tödlich. Es ist so heiß wie im Inneren der Sonne. Alles wird eingeäschert, die Menschen verdampfen. Alle sind augenblicklich einfach weg. Die Druckwelle außerhalb des Feuerballs ist fast genauso gnadenlos. Alles fliegt dir um die Ohren. Die Druckwelle bricht dir alle Knochen.
und kann dir sogar die Haut abziehen. Eine irrsinnige Hitze wird freigesetzt. Die allein genügt, um im Umkreis von 10 Kilometern Verbrennungen dritten Grades zu verursachen. Auch massive Bauwerke haben der Wucht der Explosion nichts entgegenzusetzen. Das Washington Monument, 170 Meter hoch, fällt in sich zusammen. Die Marmor- und Granitblöcke des Washington Monument können dem Druck nicht standhalten. Sie werden pulverisiert, zerfallen zu Staub. Die kristalline Struktur des Granits, unter normalen Bedingungen extrem hart, fliegt einfach auseinander. Noch in 20 Kilometern Entfernung lässt der Blitz die Menschen erblinden. Wenn die Explosion sie nicht sofort umbringt, weil sie weit genug weg sind, können sie immer noch blind werden. Der Lichtblitz ist so hell, dass er die Netzhaut ablöst. Die Erblindung ist in manchen Fällen nur vorübergehend. Doch diese Menschen werden nicht lange genug leben, um wieder sehen zu können. Eine einzige Bodenexplosion in Washington würde 300.000 Todesopfer fordern. Und jetzt stellen Sie sich mehr als ein Dutzend Bombentreffer vor. Während die russischen Raketen auf Washington niedergehen, bombardieren die USA, Großbritannien und Frankreich Moskau. ...80 Sprengköpfe verwandeln die Stadt in ein flammendes Inferno. Eine Million Menschen sind sofort tot. Das ist nicht nur Bumm, das ist Bumm, 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 Bumm. Pilz, Pilz, Explosion, Chaos, Tod, Zerstörung. Die absolute Hölle. Während die Hauptstädte der USA und Russlands in Flammen aufgehen, wissen Milliarden Menschen noch nicht, dass ein paar tausend Kilometer entfernt der Atomkrieg tobt. Die Bankerin in Sydney versucht immer noch, ihre Partner in den USA und Europa zu erreichen. Aber sie kommt nicht durch. Da stimmt was nicht. In der US-Botschaft in Tokio kann niemand mehr irgendwen in Washington erreichen. Dank Satellitenüberwachung sind die Regierungen der übrigen Atommächte auf dem Laufenden. Sie müssen sich entscheiden: eingreifen oder raushalten. Während sie noch zögern, geht der Krieg zwischen den USA und Russland mit unverminderter Härte weiter. Die zweite Angriffswelle richtet sich gegen Raketensilos und andere industrielle und militärische Einrichtungen. Zu solchen Zielen zählen Städte wie Philadelphia, wo die Menschen noch nicht wissen, was gerade passiert. Eben noch Touristen, werden sie schon in wenigen Augenblicken Kriegsopfer sein. Die Zerstörung ist gewaltig. Und das ist erst der Anfang. Auch in Europa schlagen die Bomben ein. Das NATO-Hauptquartier in Brüssel wird genauso getroffen wie der 5 Kilometer entfernte Flughafen.
Passagiermaschinen können nicht mehr landen. Große Flugzeuge brauchen mindestens 2 Kilometer lange Landebahnen. Eine Boeing kann nicht auf einem Acker landen. Um Gewicht zu sparen, haben Flugzeuge kaum Spritreserven dabei. Deshalb tickt jetzt die Uhr. Sie müssen runter, wissen aber nicht wohin. Rund um den Globus sind jederzeit mindestens rund 10.000 Flugzeuge unterwegs. Wie dieses hier haben Tausende davon plötzlich keinen Platz mehr zum Landen. Ein paar hundert Kilometer über ihnen rasen Atomraketen durchs All. Allmählich wird den Menschen der Ernst der Lage bewusst. Immer mehr suchen Schutz. Aber wo wird die nächste Bombe fallen? Gibt es Hoffnung wenigstens für die Landbevölkerung? Gibt es überhaupt noch sichere Orte auf der Erde? Die großen Städte und wichtige Militärbasen in den USA, Russland und Europa sind zerstört. Millionen Menschen tot. Die Nachricht verbreitet sich in Windeseile. Außerhalb der bombardierten Gebiete, von Sibirien bis nach Süditalien, laufen die Menschen um ihr Leben. In Kansas, in den USA, bringen sich einige Glückliche in einem gut ausgestatteten Bunker in Sicherheit. Das ehemalige Raketensilo beherbergte früher eine Atlas-Rakete, die erste ballistische Interkontinentalrakete der USA. Es gibt nicht mehr viele Atombunker. Aber einige ehemalige Raketensilos wurden in Luxus-Apartments umgewandelt. Sie kosten mehr als $1 Million. Da gibt es Hydrokulturpflanzen und so viele Vorräte, dass 70 Leute dort 5 Jahre lang überleben und warten können, bis das Schlimmste vorbei ist. Ein Bunker, in dem Menschen 5 Jahre lang überleben können? Denkbar. Aber wären Sie da glücklich? Ich weiß nicht. Das hängt wohl von den Leuten ab und natürlich vom Bunker. Aber nicht jeder hat Zugang zu einem Bunker. Sie alle sind in höchster Gefahr. Denn jetzt schlagen 400 russische Sprengköpfe ein. Es ist eine ganze Welle mächtiger Bodenexplosionen. Ihr Ziel? Unterirdische Raketensilos. Bodenexplosionen erzeugen den schlimmsten Fallout. Das radioaktive Material vermischt sich mit Staub und Schmutz und alles wird in die Luft gewirbelt. Die tödlichen radioaktiven Wolken ziehen langsam über das Land. In der Whiteman Air Force Base in Missouri rennen die Crews von 18 B-2-Tarnkappenbombern zu ihren Maschinen. Zusammen mit den B-52-Bombern sind sie die einzigen Nuklearwaffenträger der US Air Force. Das macht sie zu wichtigen strategischen Zielen. Die Oberkommandierenden haben keine Wahl. Sie müssen die Maschinen übers ganze Land verteilen. Auf Flughäfen, die außer Reichweite sind und noch nicht zerstört wurden. Die Bomber starten. Aber schon kommen die russischen Raketen. Zu spät. In Europa ist eine weitere Hauptstadt kurz vor ihrem Ende. Eine 800-Kilotonnen-Bombe ist auf dem Weg nach Rom.
Die Rakete rast auf die Stadt zu. Ihr Sprengkopf hat die 50-fache Kraft der Hiroshima-Bombe. Er explodiert hoch in der Luft. Luftexplosionen richten den größten Schaden an. Wenn die Bombe über der Stadt detoniert, erzeugt sie eine gigantische Druckwelle, die alles darunter in Schutt und Asche legt. Mitten im 5 Kilometer großen Explosionsgebiet, das 2000 Jahre alte Kolosseum. Es besteht größtenteils aus porösem Kalkstein. Der löst sich in Staub auf, wenn die Druckwelle ihn mit 800 Kilometer pro Stunde trifft. Der Krieg dauert noch keine Stunde, aber schon jetzt ist es der schwärzeste Tag in der Geschichte der Menschheit. 1000 nukleare Sprengköpfe haben 25 Millionen Menschen getötet. Die nächsten Raketen werden auf weitere Großstädte abgefeuert. ...1945 haben die USA zwei Atombomben über Japan abgeworfen, mit verheerenden Folgen. Was, wenn heutzutage ein Atomkrieg ausbräche? Könnten wir das überleben? Es ist die Hölle auf Erden. An die 2000 Nuklearwaffen haben große Teile der USA, Europas und Russlands verwüstet. Viele Millionen Menschen sind umgekommen. Wer noch am Leben ist, hat panische Angst. Der Dritte Weltkrieg hat die Großmächte innerhalb von Stunden in totales Chaos gestürzt und ihre verbliebenen Bewohner zu verzweifelten Flüchtlingen gemacht. Die brennenden Ruinen Moskaus erzittern, als ein dunkles Donnergeräusch ertönt. Es ist das Geräusch der Bombardierung Londons, rund 2500 Kilometer entfernt. Die britische Metropole wurde bereits vor knapp 2 Stunden zerstört. So lange haben die Schallwellen gebraucht, um sich bis hierher auszubreiten. Im Lauf der nächsten Stunden hören die Menschen in bislang nicht betroffenen Ländern immer wieder Geräusche ferner Detonationen, die sich Stunden zuvor ereignet haben. Es sind die Geister eines Krieges, der noch lange nicht vorbei ist. Wer von den Bomben bisher verschont blieb, denkt jetzt nur noch ans nackte Überleben. Vergiss das Grauen. Konzentrier dich. Sammle Lebensmittel. Horte so viel Wasser, wie du kannst. Bleib drinnen. Kümmere dich um deine Familie. In dem Bunker in Missouri richten sich 70 Menschen auf eine lange Zeit im Untergrund ein. Gegen Eindringlinge sind sie gewappnet. Aber was, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert? Was, wenn einer von ihnen durchdreht, einen Zusammenbruch erleidet? Ich frage mich, ob die wirklich alle Eventualitäten durchdacht haben. Denn nur ein unlösbares Problem kann das Ende von 70 Menschen bedeuten. Auch in der Luft gibt es noch Überlebende. Brüssel liegt in Trümmern. Der Pilot hofft, weiter nördlich in der kleinen Stadt Hemmingsem eine Möglichkeit zum Landen zu finden. Dem Piloten stehen einige Möglichkeiten offen.
Denken Sie an die Notwasserung auf dem Hudson. Große Jets können ziemlich gut gleiten. Der Treibstoff ist alle. Der Pilot hat keine andere Wahl. Er landet die Maschine auf dem Fluss Schelde. Für den Augenblick sind Crew und Passagiere gerettet. Der wahre Überlebenskampf aber fängt gerade erst an. Das erste große Bombardement ist vorüber. Für einen kurzen Moment kehrt Ruhe ein. Mindestens 2 Tage werden vergehen, bis die verbliebenen Nuklearraketen, zumeist in U-Booten und auf mobilen Abschussrampen gelagert, abschussbereit sind. Diese Einheiten können noch wochenlang durchhalten. Im Grunde können U-Boote fast unbegrenzt unter Wasser versteckt bleiben. Der Krieg erreicht jetzt auch andere Teile der Welt. Ein russischer Marinekommandant entdeckt im Südpazifik ein lohnendes Ziel. Einen US-Flugzeugträger, der im Hafen von Sydney vor Anker liegt. Die Russen feuern eine Nuklearrakete ab. Das Schiff mit 6000 Mann an Bord hat keine Chance. Das nicht weit entfernte Opernhaus von Sydney wird zum Kollateralschaden. Es wird in gleißendes Licht getaucht. Die Dächer lösen sich ab. Die Stahlkonstruktion verbiegt sich. Das Gebäude wird eingedrückt und fällt in sich zusammen. Dieses wunderbare Gebäude bricht einfach zusammen. Eine schreckliche Katastrophe. Neuntausend Kilometer entfernt schlagen amerikanische Bomben in Peking ein. Die USA vermuten China hinter dem Angriff in Sydney. Chinesische U-Boote holen zum Gegenschlag aus. Sie beschießen die amerikanische Westküste von Seattle bis San Diego. Da bleibt kein Stein auf dem anderen, nur noch Trümmer. Mehr als 100 Millionen sind inzwischen tot. Wo einst Städte standen, brennt jetzt die Erde. Erinnern Sie sich an die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki? Multiplizieren Sie das mit ein paar Millionen, dann können Sie sich einen modernen Nuklearkrieg vorstellen. Mein Großvater hat mir erzählt, wie er nach dem Bombenabwurf als Sanitäter nach Hiroshima kam. Als erstes fiel ihm der Geruch der verkohlten Leichen auf. So etwas hatte er noch nie erlebt. Der Anblick der Zerstörung hat ihn bis ins Mark erschüttert. Vielleicht haben jene, die in der thermonuklearen Feuersbrunst ums Leben kamen, noch Glück gehabt.
Die Überlebenden müssen jetzt mit den Folgen der Apokalypse zurechtkommen und mit dem nuklearen Winter. Auf der ganzen Welt sind unzählige Städte komplett vernichtet. In den USA und in Russland ist das Ausmaß der Zerstörung besonders groß. In beiden Ländern sind jeweils mehr als 100 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Und ein Atomkrieg kennt im Grunde keine Grenzen. Das gilt vor allem für die Spätfolgen der Bombardierungen. Nachdem russische Sprengköpfe Raketensilos im Norden der USA getroffen haben, breitet sich der radioaktive Niederschlag überall aus. Der Wind verteilt den Fallout über große Teile des Landes. Es gibt keinen sicheren Ort mehr. Duluth, Minnesota. Eine Kleinstadt mit 86.000 Einwohnern. Der Wind hat die tödlichen Wolken hierher getragen. Jetzt sterben auch hier die Menschen an den Folgen der Strahlung. Wenn lebenswichtige Organe, das Nervensystem oder das Blut, radioaktiv verseucht werden, fallen sie aus. Der Körper macht einfach nicht mehr mit. Auf der Haut bilden sich Blutflecken, die aussehen wie Verbrennungen. Man muss sich übergeben. Das ist wie eine Vergiftung. Die Haare fallen aus. Der Körper stellt wichtige Funktionen ein. Es ist ein langsamer, schmerzhafter, schrecklicher Tod. Die Überlebenden trauern noch um Freunde und Familien und müssen aber gleichzeitig um alles kämpfen. Essen, Wasser, ein Dach über dem Kopf. Und die radioaktive Strahlung wird noch jahrzehntelang tödlich sein. Wenn Sie wissen wollen, was aus solchen Städten wird, denken Sie an Tschernobyl. Die umliegenden Städte wurden damals evakuiert. Heute sind sie von Pflanzen überwuchert und Tiere streifen herum. So wird es auch in weiten Teilen Nordamerikas sein. Allmählich verdunkelt sich der Himmel. Die großflächigen Brände haben 50 Millionen Tonnen Ruß aufgewirbelt. Der Ruß steigt in die Atmosphäre auf und wird vom Wind über die ganze Welt verteilt. Das hat zur Folge, dass keine Sonnenstrahlen mehr durchkommen. Und wo keine Sonne ist, sinken die Temperaturen. Ein nuklearer Winter bricht an. Das ist eine radioaktiv verstrahlte Eiszeit. Davon ist so ziemlich alles auf der Welt betroffen. Wissenschaftler glauben, dass diese Eiszeit 20 Jahre dauern wird. Das ist einfach eine furchtbare Vorstellung. Dieser lange, lange Winter ist vielleicht eine der schrecklichsten Folgen eines Atomkriegs. Die Eiszeit zerstört die weltweite Landwirtschaft. Mehr als 200 Millionen Menschen starben während des Kriegs. Jetzt werden noch viel mehr Opfer folgen. Milliarden Menschen werden deswegen verhungern. Der Krieg hat sich vor allem in der nördlichen Hemisphäre abgespielt. Dort wird der nukleare Winter auch am schlimmsten sein. Die Südhalbkugel trifft es nicht ganz so hart.
In Ländern wie Argentinien, Brasilien oder Südafrika hätte man nach einem Atomkrieg eine bessere Chance zu überleben. Falls die Menschheit überlebt, wie geht es dann weiter? Wird es noch Kultur geben? Kunst? Haben wir dann unsere Lektion gelernt? Das sind die großen Fragen. Faszinierend, aber auch echt unheimlich. Wird die menschliche Zivilisation den nuklearen Winter überstehen? Oder ist sie dazu verdammt, einen kalten, dunklen Tod zu sterben? Zwanzig Jahre später. Wo einst das Leben pulsierte, stehen heute nur noch Ruinen. Rund 90% der Weltbevölkerung hat es dahingerafft. Der Bunker im alten Raketensilo in Missouri ist immer noch da. Aber er steht schon lange leer. Hier gab es genug Lebensmittel für 5 Jahre. 70 Menschen überlebten hier drin. Für eine Weile. Kann man einen Atomangriff in einem Bunker überstehen? Sicher. Gehen Sie nur davon aus, dass so schnell niemand vorbeikommt, um Ihnen zu helfen. Geht das? Sicher. Gilt das auch für das ganze Land? Nein. Nehmen wir mal an, eine Handvoll Leute überlebt in einem Bunker und will jetzt an die Oberfläche zurückkehren. Da erwartet sie eine absolut fremde Welt. Alles, was sie kannten, ist weg. Schließlich erwacht die Erde aus ihrem nuklearen Winter. Der Wind vertreibt allmählich die Rußwolken. Die Sonne kommt wieder durch. Langsam erwärmt sich der Planet. Und mit der Zeit wächst auch die Bevölkerung. Nach 100 Jahren sind die Ruinen der Städte von Pflanzen überwuchert. Die Natur holt sich die Erde zurück. Auf der Nordhalbkugel, wo die Zerstörung am größten war, wurden bisher kaum Anstrengungen unternommen, die Städte wieder aufzubauen. Die Frage ist, was wird aus dem Rest der Welt? Wird Brasilien zur Großmacht? Südafrika oder Australien? Aber auch im Süden ist nichts mehr wie früher. Rio de Janeiro mögen vielleicht die Bomben erspart geblieben sein. Aber während des nuklearen Winters sind so viele seiner Bewohner verhungert, dass nur noch wenige Menschen übrig sind, um eine neue Zivilisation aufzubauen. Überlebenden aus den Kriegsgebieten sind zu Flüchtlingen geworden. Die Leute werden mitkriegen, welche Länder es nicht so schwer getroffen hat. Sie werden die verwüsteten Gebiete verlassen und nach Brasilien oder Australien auswandern. Wir können heute schon sehen, wie das abläuft. Wo Kriege toben, fliehen die Menschen mit nichts als den Kleidern auf dem Leib vor der Gewalt. Sie legen große Strecken zu Fuß zurück, fliehen auf Booten, riskieren ihr Leben. Sie haben nichts mehr zu verlieren, haben keine andere Wahl. Tausende
Tausende Jahre lang sind Imperien aufgestiegen und zerfallen. Heute erinnern nur noch Ruinen an die Maya, das antike Ägypten, Griechenland, Rom. Kulturen mögen untergegangen sein, die Menschheit jedoch hat alles überstanden. Niemand weiß genau, wie viele Menschen einen nuklearen Winter überstehen würden. Aber ich bin optimistisch. Wir Menschen haben uns weiterentwickelt, seit wir aus den Höhlen gekrochen sind. Wir sind nicht dumm. Und all unser Wissen ist irgendwo niedergeschrieben. Dank der Wissenschaft könnten wir ziemlich schnell Fortschritte machen. Und vielleicht haben wir sogar etwas dazugelernt. Würden genug Menschen überleben? Schätzungen zufolge hätten 1.000 bis 10.000 Menschen die nötige genetische Vielfalt, um einen neuen Anfang zu machen. Wenn das klappt, könnten sie eine Art neue Superkultur begründen. Und das wäre ziemlich cool.